Handball auf Sport 1. Hey! Präsentiert Ihnen die DKB. Die Rhein-Neckar-Löwen treffen zum Auftakt auf den SC Magdeburg. Die Gummersbacher fordern den HSV. Und der THW Kiel muss gegen Lemgo ran. Ja, Sie sehen richtig, es sind die Lemgoer, die nach dem Spiel gegen Kiel feiern. Denn der Meister in den grauen Trikots konnte in Lemgo nur in der Anfangsphase überzeugen. Kapitän Philipp Jicher mit dem 9:7 für die Gäste. Doch dies sollte tatsächlich die letzte Führung des THW bleiben. Danach treten die Hausherren so richtig auf. Patrick Zieger mit dem Ausgleich. Der Linksaußen an diesem Tag mit bärenstarken 6 Toren. Aber auch der Torwart des TBV erwischte einen Sahnetag. Nils Dres-Rüsse hier mit einer seiner 18 Paraden. Und vorne, ja, da wurde richtig schön kombiniert. Tim Schneider mit der 25:20 Führung für die Hausherren. Steffen Weinhold war damit 4 Treffer noch der beste der Kieler Neuzugänge. Doch auch er konnte die Startruppe von Trainer Alfred Gislason nicht vor der fast schon sensationell hohen 21:27 Niederlage bewahren. Schwerer Auftakt für Hamburgs neuen Coach Christian Gourdin, denn er traf auf einen motivierten Gegner. Wir haben gestern das Ergebnis von Lemgo gesehen und man sieht wieder mal, im Handball ist alles möglich. Wir sind heute reingegangen, wollten 2 Punkte holen, haben eingeholt und ich denke, das gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Der HSV erwischt den Gummersbach aber den besseren Start. René Toft-Hansen mit dem 3:1. Das Spiel blieb jedoch abwechslungsreich. Die Gäste jetzt mit einem Fehler in der Offensive und die Hausherren nutzten das gnadenlos aus. Florian von Gruchalla erzielt die 8:7 Führung für Gummersbach. Kurz vor der Pause konnte sich der HSV dann aber wieder absetzen. Die Gäste jetzt mit 3 Toren in Front. In der zweiten Hälfte wurde die Partie aber wieder richtig spannend. Matthias Puhle mit einer schönen Parade und Andreas Schröder mit dem schnellen Tor. Das Spiel wieder gedreht und die Halle kocht. Am Ende sorgte jedoch Hamburgs Stefan Schröder für den 27:27 Ausgleich und rettete sein Team damit vor einem Fehlstart. Da musste sogar der Gegner trösten, aber Magdeburgs Trainer Gerd Svensson konnte stolz auf den Auftritt seines Teams sein. Sven Lee Hansen warf nach 8 Minuten die Gäste mit 4:2 in Führung. Und das trotz doppelter Unterzahl. Und der SCM gab weiter Gas. Robert Weber per 7 Meter zum 10:6. Der Österreicher glänzte mit insgesamt 9 Toren. Doch ihm stand Löwenstar Uwe Gensheimer in nichts nach. Der deutsche Nationalspieler brachte den Vizemeister wieder ins Spiel. Am Ende sollten es auch bei ihm 9 Treffer sein. Die anfangs noch so starken Gäste leisteten sich jetzt immer mehr Fehler. Niklas Landin mit dem schnellen Pass auf Krötzki und der nutzt den Konter zur Führung. Magdeburgs Marco Beschiak erzielte in der letzten Spielminute zwar noch den Anschlusstreffer, doch dieser kam zu spät und die Löwen feiern einen knappen 24:23 Erfolg. Die Ergebnisse nach dem ersten Spieltag. Flensburg schlägt Aufsteiger Friesenheim klar mit 29:23. Hannover unterliegt gegen Melsungen mit 22:26. Lemgo schlägt Meister Kiel deutlich mit 27:21. Göppingen bezwingt die Füchse aus Berlin mit 29:27. Und starke Magdeburger unterliegen knapp den Rhein-Neckar-Löwen. Die Tabelle der DKB-Handball-Bundesliga im Überblick.
Der Bergische HC derzeit an der Spitze, gefolgt von der HSG Wetzlar. Champions League-Sieger Flensburg auf dem dritten Platz. Der Vizemeister, die Rhein-Neckar-Löwen, nach dem ersten Spieltag nur auf Rang 8. Balingen wird erst am Dienstagabend in diese Handballsaison starten. Berlin belegt den 13. Rang. Aufsteiger Erlangen ist derzeit 15. Und auf den 4 Abstiegsplätzen finden wir ganz unten den deutschen Meister. Der THW Kiel steht nach der Niederlage gegen Lemgo auf Platz 19.